Schönen guten Tag, meine Lieben. Heute geht es um ein sehr verwinkeltes und sehr, sehr großes Projekt, denn hier wurde wirklich jede Ecke des Altars komplett ausgebaut, also wirklich ein Stufe 4 Altar, der so unfassbar gut ausgenutzt wurde. Wahnsinn. Ja, Grak hat mich vor einigen Tagen angeschrieben und er und seine Frau, die sind hier immer fleißig am Bauen. Wir gucken uns das Ganze aber erstmal von verschiedenen Seiten an, weil dann sieht man erstmal das Ausmaß, ne? Also es ist wirklich bis nach ganz weit oben. Am Anfang dachte man ja immer bei dem Spiel, Mensch, das könnte eventuell Probleme geben mit der Größe der ganzen Karte. Aber wenn wir uns das Ganze mal von der Entfernung angucken, reicht tatsächlich ein Altar aus, um sowas Großes hier zu schaffen. Und es geht ja auch noch alles in den Berg rein. Ja, und deswegen, weil hier insgesamt über 500 Stunden Arbeitszeit reingeflossen sind, ne, also ich glaube 350 von ihr, ungefähr 150 von ihm, werden wir nicht jeden Raum besuchen können. Aber ich habe mir extra die Perlen der Basis rausgesucht und die werde ich euch zeigen, denn hier gibt es auch einige Innovationen, die den einen oder anderen vielleicht inspirieren werden. Ja, die Idee an dem Ganzen ist, dass hier viel Wohnraum für viele Leute auf engen Raum geschaffen wurde und wir gucken uns jetzt mal hier so ein, ja, schönes Wohnhaus an. Ne? Man hat immer überall sehr, sehr viele kleine Details, es wurde sehr viel überall platziert, also was hier an Material drauf gegangen ist, ist auch wirklich Wahnsinn. Das muss man sich aber wirklich lassen. Wir gehen mal nach oben und schauen uns mal dort um. Denn hier haben wir direkt eine Innovation. Und zwar sind hier Fenster eingebaut worden ins Regal. Und dadurch sieht das so aus, als hätte das Regal Türen. Ja, finde ich sehr, sehr schön. Gerade mit den kleinen Dekoartikeln, die überall sind. Oder auch hier so eine Sitzecke hinter so einer runden Tür. Aber das sieht doch einfach gemütlich aus. Ne? Wenn man hier sitzen würde, ein Büchlein lesen würde. Einfach herrlich, oder? Gucken uns das Ganze nochmal so an. Finde ich sehr schön. Also diese ganzen Blumentöpfe, die sie reingebracht haben ins Spiel, die geben dem Ganzen wirklich sehr, sehr viel. Oder auch hier so ein kleiner Durchgang. Kleines Schlafzimmer hier hinten. Hier haben wir gebaute Fake-Fenster. Ja, und diese Fake-Fenster geben dem Raum ein bisschen mehr Größe. Finde ich auch sehr gut. Bisschen Lichteinschein, obwohl wir uns ja hier an sich im Berg befinden. Ja, die einzige Front, die wir haben, die nach draußen guckt, ist ja hier. Hier genau das Gleiche. Aber dadurch gibt es das Ganze so ein Gefühl, als wäre es ein normales Haus und nicht so von einem eng gedrungenen Ort, wo viele Häuser aufeinander liegen. Was ja eigentlich der Fall ist. Hier haben wir so eine kleine schöne Schmiede. Auch schön, ne? Ah, ja, hier wird Handwerk betrieben. So, und ich mag es ja nicht nur groß und pompös, sondern auch klein und verwinkelt ist manchmal sehr schön, weil gerade das erfordert auch viel Arbeit, um das nicht so, ja, so zugestellt aussehen zu lassen. Ne? Also hier so zu stehen, ne, ein bisschen an so einer kleinen Outdoor-Küche, sich hier sowas zu kochen, dann hier hinsetzen, ein bisschen was essen. Herrlich. Ist auch eine sehr, sehr schöne Idee. Ich glaube, hier wurde viel mit den Details gefummelt, um eine ordentliche Positionierung zu finden, sodass es auch nicht schlecht aussieht. Also es ist wirklich, es ist sehr, sehr schön geworden. Einfach klasse. Ja, nun betreten wir mal ganz oben das Wirtshaus und auch hier diese Trennwände aus diesen runden Fenstern finde ich wirklich sehr, sehr schön. Und sie haben sehr viel mit grünen Elementen im Haus gebaut. Also man sieht hier auch immer schön wieder Pflänzchen. Gibt dem Ganzen wirklich einen sehr, sehr gemütlichen Flair. Ne? Und auch hier mal darauf achten, die Teller sind in den Stein eingelassen und dadurch haben wir so Herdplatten. Ja, beziehungsweise sieht es so aus wie so Herdplatten, wo Sachen draufstehen. Auch eine schöne Idee. Hier oben die großen Fenster, so wie ich sie mag, ne, das habe ich ja schon öfter gesehen, dass man da die Fenster so ein bisschen in die Wand einragen lässt, damit man nicht die Standardgröße hat. Hier können die ganzen Besucher sich niederlassen, ein bisschen was essen, zusammen was trinken oder auf dem Balkon draußen. Sehr schön. So, hier ist die Ecke für die Stammgäste. Ne, hier sitzen sie, fachsimpeln über irgendwelche Geschichten. Und da geht es sogar noch ein bisschen weiter nach oben. Ja, und hier ist dann ein Wohnbereich, ne, für die Leute, die hier tatsächlich auch ein Hotelzimmer mieten mit Badezimmer. Auch hier natürlich wieder mit vielen Blumen. Und hier hat der, ja, der dieser gusseiserne Topf, sag ich mal, oder der Schmiedetopf, nennen wir es so. Der hat hier auch die Funktion als Blumenhalter bekommen. Auch cool, ne? Ja, es gibt einiges
zu betrachten hier. Ne? Also auch hier ist wieder viel Zweckentfremdung entstanden. Sehr, sehr schön. So, und schaut mal, wie schön das aussieht, wenn man hier draußen steht und die Blumen angestrahlt werden im dunklen Licht. Ne? Also das ist wirklich, gefällt mir auch sehr gut. Und jetzt bewegen wir uns mal in den Bereich des Schmieds. Und zwar hier unten findet so die dreckige Arbeit statt. Ne? Die Kohle und die Schmelzen, die finden hier unten statt. Die grobe Arbeit, sagen wir mal. Und hier oben ist der Bereich vom Schmied. Hier ist dann so ein bisschen die feine Arbeit. Ne? Hier werden dann kleine Metallringe geschmiedet oder sonstiges. Unten ist dann eher so der Ort fürs Grobe. Ja, und wenn wir uns jetzt mal aus dem Bereich der Schmiede hier rausbewegen und uns mal hier das Ganze angucken, dann sieht man den blau leuchtenden Wasserfall, der hier runter geht. Und das Ganze ist in Ringen aufgebaut. Ne? Wir haben hier immer so Steinringe, wie man sie sieht. Ja, und die gleiten so nach unten und dazwischendurch fällt das Wasser. Auch eine schöne Fantasy-Idee so ein bisschen. Ne? Und hier nutzen wir doch mal die Möglichkeit und bewegen uns einfach mal hier rein und schauen mal, was hier auf uns wartet. Auch hier wieder viel Deko, viele Häuser in den Berg eingelassen. Machen wir mal die Tür auf. Ja, und schon stehen wir in einer brodelnden und warmen Küche. Jedes Haus hat auch gefühlt irgendwie ein eigenes Badezimmer. Schöne Ideen. Hier finde ich der Schreibtisch auch schön gemacht, ne, aus den Nachttischen gebaut. 4 Stück, 2 außen weg rotiert ein wenig. Ne. Sehr schön. Kleine Badewanne. Ein Schrank aus vielen kleinen Schränken. Auch keine schlechte Idee. Ja, und was ich jetzt hier schön finde, ist, dass wir hier einen Boden haben aus Rasen, der das Ganze so gemütlich macht. Und schaut mal, hier haben wir so eine runde Sitzecke, wo man mit seinen Freunden sitzen kann, ein bisschen nach draußen schauen kann und alles wirkt so ein bisschen grün. Aber auf der anderen Seite haben wir überall wieder so Eingänge zu Häusern. Also wir haben ja auch hier die Möglichkeit, wieder eine Hütte zu betreten. Auch hier kleine Schlafmöglichkeit. Ah, es wirklich hat was. Es gibt überall was zu betrachten. Oh, ja, die feinen Herren und Damen mit einem eigenen kleinen Pool im Badezimmer. Ah, es ist schön. Also, was mir hier so gefällt, ist, dass hier alles, ich habe das Gefühl, dass alles so klein und einzeln nacheinander entstanden ist. So biologisch gewachsen, sag ich mal. Als ob hier so Leute hingezogen wären und jeder so seine kleine eigene Hütte gebaut hätte. Man hat ja schon viele Burgen, viele Paläste gesehen. Auch das hat alles seine Berechtigung und sieht toll aus. Aber hier wird es dadurch so verwinkelt. Und egal, wo wir hingehen, gibt es irgendwas zu entdecken. Ja, also die Rundführung, die mir gegeben haben. Ich glaube, wir waren fast eine Stunde unterwegs. Und selbst da konnte ich nicht alles behalten. Das ist schon wirklich klasse. So, meine Lieben, und jetzt finden wir uns wieder. Und zwar in der Küche. Einer der vielen Küchen. Und zwar vor ungespülten Geschirr, was wir hier sehen, ja. Und ihr glaubt gar nicht, wie tief wir gerade in einem Gebäude drin sind, denn hier ist so eine kleine Küche im Hinterbereich. Hier ist eine, ja, ich sag mal eine Kneipe, so ein bisschen, ne, ein bisschen der Wirt, der hier steht, der uns bedienen kann. Und überall diese grünen Akzente. Hier so eine Trennwand, die haben wir ja auch schon mal gesehen, ne, aus Bildern gebaut. Und überall mal so unkonventionelle Türen. Ne? Hier da hinten war ja so eine schmale Tür. Hier ist mal so eine unförmige Tür. Überall gibt es irgendwas zu betrachten. Ne? Schönen Badebereich mit viel Grün. Ne? So ein bisschen Wellness im Grünen, kann man glaube ich sagen. Ne? Oder zwischen den Blumen. Das Blumenduftbad. So können wir es auf jeden Fall nennen. Auch hier nochmal so eine schöne runde Sitzecke. Ja, man kann hier überall abbiegen. Wo geht's denn hier lang? Oh, eine Geheimtür. Schauen wir doch mal, was wir hier finden, ha? Ja, auch hier wieder im nächsten Wohnbereich. Es ist Wahnsinn. Es ist so viel. Wir können uns hier so viel angucken. So viele kleine Ecken. Es ist ein Labyrinth in sich. Und hier stehen wir wieder in der nächsten Küche. So, aber wir gehen nochmal runter. Hoffentlich finden wir überhaupt den Weg wieder runter. Ich glaube nicht. Nö, aber noch weiter nach oben. Ja, und das ist das, was ich meine. Das ist einfach, man weiß gar nicht mehr, wo man ist, aber es gibt überall was zu staunen. Ne? Guck mal, auch zweckentfremdet. Hält jetzt die Blumen fest, die Wanne. Oder hier der Schleifstein, der Mahlstein eingelassen in den Boden.
Ja, sehr, sehr schön. So, ich habe den Weg dann auch wieder runtergefunden. Schwierig, schwierig, weil ich wollte euch ja draußen noch was zeigen. Und zwar haben wir hier so eine kleine vorgebaute Terrasse, ja. Ich habe die Bäume auch extra mit eingepflanzt, damit das Ganze so ein bisschen, ja, größer, geschützter aussieht. Finde ich sehr, sehr schön. Wir geben uns mal auf die nächste Etage. Ja, und um euch mal eine Vorstellung zu geben, wie viele Etagen wir noch hier vor uns haben, wir gucken mal hier runter. Ihr seht da unten diese ganzen Ecken und Kanten, das sind alles noch Wohneinheiten, wo man reinflitzen kann, sich umgucken kann, die alle eingerichtet sind. Ich will gar nicht wissen, es ist Wahnsinn. Ich will gar nicht wissen, wie viel Arbeit das ist, das alles so einzurichten und zu positionieren und mit so viel Liebe. Es ist ja kein einziger Raum dabei, der irgendwie leer aussieht. Guckt euch das mal an, du gehst hier rein und alles ist voll. Also, was hier an Materialien draufgegangen sein muss, ne? Wahnsinn. Guck mal hier, eine Farm, ein Farmbereich. Und es ist kreuz und quer. Alles voll. Überall Räume. Ich kann euch gar nicht alles zeigen. Aber wir werden uns noch mal ein bisschen hier rumbewegen. Noch mal ein paar Schätzchen öffnen. Durch ein paar Türen gucken. Und überall mal ein bisschen was erspähen. Ja, hier ist noch ein Ort der letzten Ruhestätte. Ne? Viele Urnen hier an der Wand angebracht. Auch sehr schön gemacht, ne? Mit so Bildchen auch dran teilweise. Sehr, sehr schön. Da, guck mal, das ist ein größerer Sarg. Ja, und wenn wir uns jetzt mal hier rausbewegen, ja, und mal hier so nach rechts gucken, denkt man so, ach, guck mal, eine kleine Besenkammer oder so. Aber nein, auch das ist wieder eine Treppe, die uns in die nächste Etage bringt, um uns wieder etliche Räume zu zeigen, die wir besichtigen können. Es ist Wahnsinn. Also, ihr versteht langsam, was ich meine mit der Aussage, was man alles mit einer einzigen Flamme machen kann. Ne? Eine Flamme der Stufe 4, ein Altar der Stufe 4. Und so viel Baufläche wurde hier versetzt, ne? Das ist Wahnsinn. Einfach Wahnsinn. Ja, ich hoffe, ich konnte ein wenig die Größe und die Komplexität dieses Gebildes einfangen. Es ist klar, dass ich nicht jeden Raum vorstellen kann. Das Video wird ja fast 2 Stunden gehen. Aber ich wollte euch damit auf jeden Fall mal einen Eindruck zeigen, was alles möglich ist, wenn man anfängt, ja, so kleine Räumchen für Räumchen zu bauen und einfach nicht aufhört und dran bleibt. Also da muss man wirklich sagen, großen Respekt auch an euer Durchhaltevermögen. Ihr habt ja hier wirklich viel Zeit reingesteckt. Und das hier, was ihr hier seht, meine Lieben, ist der, ja, ich nenne es mal Portalraum. Hier ist das Herz der Basis, hier steht die Flamme und drumherum gebaut sind überall diese ganzen Räume. Ne? Also wenn wir jetzt uns hier mal rausbewegen und mal rausgucken, dann stehen wir hier auf der, ich denke mal, 3. Etage von unten. Und haben hier Zugang zu zum Beispiel auch wieder einer Schmiede. Ne? Man sieht hier, finde ich schön, wurde der Sand an die Wände platziert. Sieht so aus, als ob hier eine große Hitze am Gestein arbeitet. Ach, es gibt so viel zu zeigen. Kann ich nur leider nicht alles in einem Video. Ich danke euch vielmals fürs Einsenden. Also wirklich vielen Dank. Das habe ich so auch noch nicht gesehen. Ne? Wir haben ja schon tolle Sachen gesehen. Es wurden ja schon tolle Sachen eingeschickt. Aber das ist mal was ganz anderes, ne? Ich wünsche euch auf jeden Fall einen wunderschönen Tag. Lasst mir gerne ein Abo da. Ganz, ganz liebe Grüße und bis dann.